Ihr habt mir empfohlen, diesen UV-Kleber. Der kam heute. Der ist richtig gut. Ich hätte das nicht gedacht. Da hast du wirklich ein paar Sekunden drauf gehalten. Das ist komplett hart. Da kannst du nichts biegen und nichts. Das ist richtig. Das ist mega krass. Du kannst es zugeben, es dampft dann ein bisschen. Und ist dann sofort steinhart. Echt krass. Wirklich nochmal vielen Dank an Creasy für den Tipp. Kann ich nur empfehlen. Wirklich für die Knoten. Ich werde es am Gewässer ausprobieren. Sieht sehr, sehr gut aus. Und hat so wie 8 Euro oder so gekostet. Das war eine 2 Gramm, es steht 3 Gramm drauf. Aber das ist ergiebig ohne Ende, das Zeug. Also richtig, richtig gut. Also wer da mal einen vernünftigen Kleber sucht, das war eine gute Idee. Oh, siehst du, jetzt kam er wieder. Das ist echt dumm, dass ich was mit Kohlensäure trinke. Ist gar nicht gut. Ah, da kannst du einiges mitmachen. Ist auch noch. Ist wie so eine Pipette vorne dran, das geht sehr ergiebig. Bin gespannt. So. Seid lieb zu Sascha. Ich glaube, Sascha ist nicht so nett wie Creasy. Also, Sascha, wenn ich aber gestern ja telefoniert, der klingt nicht so nett wie Creasy. Ich glaube, der zieht durch, Leute. Voll ihn nicht heraus. Bekommst du eigentlich Werbung? Von Uhu, das wäre geil. Ich würd gern schon Werbung. Was denkst du, mit 25 Leuten kriege ich keine Werbung von irgendwas? Also, es ist, glaube ich, die einzige Werbung bisher ist Angelberger, die mir einen der zwei Kalender geschenkt haben, und Stinker.de für diesen coolen Wobbler, den wir jetzt eigentlich auch mal zu Wasser bringen müssen. Ich bin gespannt. Leute, hört auf ja, Vorsicht, Vorsicht. Und Pickup, ich hoffe so, dass das Paket ankommt. Ich bin gespannt. Für 10 Euro müssten die es aber auch über die Grenze liefern, hey. Also, da bin ich echt gespannt, ob das funktioniert. Statt Uhr, bitte. Den vom Fliegen bin, der ist flüssig und. Okay. Muss mir mal einen Link schicken, Spacey. Bin ich interessiert. Aber jetzt hast du mal gucken, was war gestern? Gestern war Zeck mal wieder. Ja, was soll ich sagen, ne? Zeck halt. Dann hatten wir den Hostage Valley Lure. Schöner Gummifisch. Dann hatten wir das 24. Türchen von letztes Jahr in einem anderen Design und anderer Flosse hinten. Dann hatten wir so Hartmono-Vorfach, oder besser gesagt zwei Hartmono-Vorfächer. Wir hatten den coolen Grinch Perch-Set. Fand ich sehr schön. Anti-Tangle-Tube. Und diesen Mono-Cutter, würde ich mal sagen. Also, Braid Cutter kann ich mir nicht vorstellen, dass das so geht. Nee, kein Otus, sondern, was ist das? Peto. Otus ist, glaube ich, der mit der Sichelflosse hinten. Und der Peto ist der hinten mit der. Was ist das? Action Tail oder so, keine Ahnung, wie man das nennt. So. Ah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Mario, was drin ist. So, dann gucken wir mal hier in den Askari 21. Oh Mann. Und schon wieder das gleiche wie letztes Jahr. Eine Schere. Die ist ganz cool, weil sie aufklappbar ist, aber. Man hört es schon. Es passt nicht mal genau. In der Not frisst der Teufel Fliegen, sag ich. Das ist so eine Not frisst der Teufel Fliegen-Ding, was du dir so ins Auto reintust oder so, aber. Du rammst jetzt hier. Guck mal, du verletzt dich schon fast damit nur beim Zusammenklappen. Also, ja. Wie festhältst und so. Es ist. Ja, es ist ganz nett. Es ist auch ein schönes Türchen, aber. Soll ich sagen. Finde ich jetzt nicht so krass. Wir gehen rein. Auch wieder leicht, wahrscheinlich Vorfachmaterial bei Angelberger Karpfen. Und heute haben wir die
Erlinger Sleeves. Okay, die sind so ein bisschen. Man kann das sehen. Ist ein bisschen spitz zulaufend. Wird bestimmt eine Erklärung gleich wieder im Video geben. Alles gut. Ich glaube, der Platz, den man sich durch das Einklappen schon, glaube ich, auch. Ja. Und wie gesagt, du verletzt dich damit. Wenn man zum Zusammenklappen geht das Ding wieder auf. Ja. Nein, ja. Ich kann auch, was es ist. Wir werden es gleich sehen. Was heute drin? Ah, cool. Die finde ich sehr cool. Das sind die Devil Baits. Ich bin mir sicher, sind es die so. Das sind sowieso Chattees sind das. In drei coolen Farben finde ich schön so ein gemischtes Päckchen. Heute gutes Türchen war Devil Baits. So, wir schauen den Sack und da predikte ich heute Trailer für die Skirdets. Und es sind Trailer für die Skirdets. Das passt aus meiner Sicht. So, Moment. Auch wieder hier vom Ding lösen. Zack. Und das ist ein Edward scheinbar. Wir gucken rein, was ist drin. Ah, okay. Ich glaube, hatten wir zwei Skirded-Jigs? Hatten wir zwei Skirded-Jigs? Ich glaube, ja, ne? Seit den letzten Trailern, glaube ich. Die kleinen waren. Ja. So. Genau, wir haben ein Edward und ein Dude. 2,8 Motor Oil Edward und 3 Kiwi Lemon. Passt, ist natürlich heute ein richtig schlechtes Türchen. Im Gegensatz zu allem. Aber cool ist es natürlich, dass man jetzt Trailer hat. Also wie gesagt, schöne Sache. Heute glaube ich weit hinten, weil es sind halt zwei Gummifische. Uns allen klar, das macht Sinn und das passt. Das ist aber ähnlich. Und das müsst ihr auch verstehen, es ist ähnlich wie Angelberger, die jedes Mal ein gutes Türchen machen, das in sich zusammenpasst. Aber auch diese Eilinger Sleeves sind weit hinten. Also heute, Leute, möchte ich kein Gejammer hören. Heute wird Zack sehr weit hinten sein, weil es sind halt einfach zwei kleine Gummifische, die im Kalender Sinn machen. Aber ja, Leute, ganz ehrlich. Sie räumen jeden Tag ab. Das Türchen hat kein Gewicht. So. So, 21. Und das hört sich doch dick an. Das hört sich doch dick an. Oh nein. Leute. Jetzt fängt Hecht und Barsch auch noch mit Molix an. Den Nano-Jig habt ihr nicht sogar schon in einer anderen Box? Bin ich sicher. Aber das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wieso ist es Girl-Chick drin und ja, Chickköpfe. Frohe Weihnachten vom Musager. Ist das jetzt einfach ein Werbegeschenk? Ist das eine Sonderfarbe? Steht das Green Pumpkin Sunfish. Okay. Verwirrendes Türchen. Verwirrendes Türchen. Wie gesagt, wieso sind. Verstehen. Vielleicht war der Warnwert des Dings so klein, dass man gesagt hat, man haut noch was rein. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. So. Raubfisch. Oh, wir hatten Zeck, hatten wir schon. Was steht hinten drauf? Lucky John. Jo. Mal wieder Gummifische. Warum nicht? Wir haben noch nicht genug dieses Jahr. Alles cool. Ja, der Lucky John. Schöne Farbe, muss man sagen. Dieses lila-gelbliche sieht schon schön aus. Designed in Japan, Real Action. Ja. Nein. Weiß ich fast nicht, was ich schlechter finde. Das oder das? Keine Ahnung. So. Dann haben wir Neuk. Auch wieder Gummifische, oder? Ja, natürlich. Heute alles letzter Platz, ja. Ganz ehrlich, ist echt heute nicht einfach. Also. Platz 1. Echt und Barsch, was soll ich sagen? Der einzige vermeintliche Hypebait, sogar noch ein paar coole. Und vor allem,
Leute, Musagehaken, nicht irgendwie, weiß was ich. Musaga ist eine Marke, die geil ist. Schöne Gewichte, 5, 10 und... Hier schon rein. Ausrasten für Klicks. Ja, das brauchen wir nicht. Ich raste aus, wenn es sinnvoll ist. 15 Gramm, ja. 5, 10, 15, geile Marke. Geil, muss man sagen. So. Dann wird's schwer, Leute. Dann wird's echt schwer. Ich würde sagen, dann bei 50 Euro Kalender, ne? Hat genauso viel Gummifische drin wie der. Natürlich andere Marke, ich weiß. Ja, ja, ja. So. Dann würde ich sagen, zack. 100 Euro Kalender. Hat sich aber Gedanken gemacht als Trailer. Und dann die zusammen und so. Aber ein sehr enttäuschender 21. Dezember, würde ich mal sagen. Alles, also die Gummifische, auch hier YouTube, hi, ich hab's euch wieder vergessen, sorry Leute. Ja, ich weiß, es sind teure Köder und so, aber... Natürlich sind's neu, aber ganz ehrlich, hier ist es ein teures Türchen. Die Dinger kosten auch 2-3 Euro, ist recht teuer für Angelberger. Sind schön gemacht, schön mit Augen. Die Dinger halten auch. Ich habe die schon gefischt. Sehr schöne Köder. Die Dudes sind eine super Idee für die Trailer. Da wurde mitgedacht im Kalender. Gibt es einen Kalenderbonus. Und dann hast du halt zwei Gummifische. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht. Vielleicht ist Lucky John schlechter als Snoik oder so. Aber ganz ehrlich, ne? Schwierig. Und halt hier vom Warenwert muss ich die natürlich hinter den Gummifischen machen. Aber sonst wirklich Hecht und Barsch heute. Angelberge Allround, Zack, Raubfisch und Pro auf einem Nenner und Angelberge auf dem letzten Platz. Ja, liebe YouTuber, wie fandet ihr? Fandet ihr auch so ein eher enttäuschendes Türchen heute oder wie seid ihr das? Wie ist euer Ranking? Sagt es mir in den Kommentaren. Wir sehen uns. Bye, bye. So. Ach, die Askarisch habe ich ganz vergessen. Egal. So. Wir gucken mal hoch. So. So. Das darf ich nicht lachen lassen. Ich glaube, das war's, indem man sich durch das Einklappen spart. Genau, haben wir gesagt. Du bist ein okay, Zanakum ist sehr cool. Ja. Ja, Edward. Ich weiß es nicht, Heiki. Das Lustige ist, die Schere war, glaube ich, letztes Jahr erstes oder zweites Türchen. Zack, enttäuschend. Leute, da sind wie viele Hardbaits drin? Also, solche Türchen müssen sie querfinanzieren. Ja. Das ist ein bisschen hätte. Ja, ich bin, glaube ich, müde. Pickup. Ich bin müde nach 21 Tagen. Es waren zwei. Geil. Was ist Edward bitte? Nektar ist bisschen Edward, der Krebs, die man. Auf... Nee, Nektar ist nicht, Leute. Da wird noch einer schlechter sein. Namen schon wieder. Wieder zu viel. Alles gut, hast nicht viel verpasst. Da dürfte die doppelte Menge an Gummi schon drin sein. Die werden bestimmt wieder besser im Zack. Oha. Der Metz subscribed im zweiten Monat. Das zweite Monat ist das Wichtigste, Metz. Danke, dass du dabei bist und danke für dein Abo, Mann. Bald gibt es coole Emotes. Ich warte jeden Tag drauf, dass sie mir ihr Asai schickt. Ich habe die Prototypen schon gesehen, sehen richtig geil aus. Ihr werdet als Abonnenten viel Freude haben. Nee, ist leider so, Tim, heute sogar letzter. Hecht und Barsch weit hinten. Sieht bekannt aus. Macht nur Sinn. Molix-Stick. Ja. Aber ich kann Molix einfach nicht mehr sehen, Leute. Ich habe einfach eine Molix-Krankheit gerade. Ich kann es nicht mehr sehen. Ey, gefühlt jeden Kalender ist Molix drin. Ich kann die Marke nicht mehr sehen. Sie mag gut sein und so, aber wenn du damit zugeschissen wirst, ist es halt echt schwierig. Musaga-Stick sind mega. Ja, Musaga-Stick. Da feier Mann, Alter. Ich bin gar nicht mal so schlecht, was daran aussieht. Nee, ja, Schwedenbarsch, das Türchen macht halt wenig Sinn. Du hast einen Skirted-Jig drin. Statt dass sie einen Trailer für den Skirted-Jig reinlegen, legen sie halt Musaga-Haken rein. Kann man machen. Wäre, glaube ich, besser gegangen. Heute also auf letzten Platz. Gefühlt, ja. Ja. So, Ausraster Devil Bates auf 1, V, Clean Man. Dann Neuig wird Zeit für die Osterkränke. Ja. Ausrasten für Klicks. Wenn Angelberger Weihnachtsbox. Neiko Neuig schon mal her.
Ich habe hier Power-Pull-Händler-Vermost-Ei. Alles gemischt. Ich würde Berger von Neuk machen, ja. Ach ne, Haken, Askari fehlt. Genau, Askari war wieder vollkommen vergessen. Habt ihr recht hier. Die tolle Schere. Zeig mal weiter hinten, den wartet. Zeig so weit vorne. Ja. Also, man muss es schon ein bisschen. Wie gesagt, die haben durchdachten Kalender. Das muss man dann schon mal sagen. Zeig, hab schon die Schere, genau. Zeig und Hecken machen wir schon hinter Neuk und. Zeck und. Kommt jetzt. Das sind irgendwelche Standard-Neuköder, die wir auch schon 50 Mal gefüllt hatten. Da muss Kreis, das ist Tipps für die Meinung. So ist doch 15 Minuten. Zeig, wer gut, wer sagt. Schön, dass du da bist, mein lieber Metz. Schön, dass du da bist. So, bin schon gespannt auf die Emotes. Ja, die Emotes werden geil. Soll ich euch ein Sneak Preview geben? Wollt ihr in der Sneak Preview sehen, was kommen wird? Ungefähr, wollt ihr es sehen? Nerzahn, unbekannt sind sie nicht, seit italienische Marke, bei uns noch nicht. Die wollen halt auf den Markt drücken, glaube ich. Aber es bringt mir halt nichts. Wisst ihr, das ist wie was, was du. Es ist wie Coca-Cola. Jeder weiß, dass es gut ist, aber. Naja, es ist halt Coca-Cola. Da ist halt sowas wie. Was weiß ich, wie eine Afri-Cola hat was anderes. Ich gefühlt, wenn du halt ständig die Marke siehst und die Marke ständig im Angebot ist und die sie ständig reinkriegst, dann hat sie für mich halt weniger Wert. Teil Platz 1. Hey Tom, schön, dass du da bist. Buto, auf dich. Auf dich und deine Familie, mein Lieber. Oh nein, nur er hat Silvester im Leben. Oh Mann. So, Leute. Mehr Sekunde. So. Ja, wie gesagt, kann man sehen. Wie gesagt, die Neu, wenn. Ja. Sind natürlich fängige Köder, alles, aber. Es ist mir einfach zu viel Gummi in meinem Fishing-Box-Keller, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sind 20 Euro extra drauf. Hecht und Barsch ist auch sehr gummilastig dieses Jahr, wird auch im Gesamtfazit reingehen. Aber wie gesagt, Hecht und Barsch, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir kommt einfach so vor, dass da wenig Hardbait, dass da zu wenig Hardbait drin ist in beiden Kalendern. Wobei ich sagen muss, ich meine, das Rolex gute. Oh, Texto, genau, kann gut sein, ja. Und vor allem bei MFB ist es auch klar, also bei Hecht und Barsch nicht, aber bei MFB ist klar, weil Basti, der bisher die Boxen gemacht hat, hat eine gute Connection zum Molix gehabt. Deswegen glaube ich auch, dass viele Molix-Tüchchen bei MFB daran liegen, dass man den Köder wegen Corona nicht gekriegt hat und dann halt schnell einen Molix-Köder genommen hat. Aber. Er kostet 120 Euro. Er müsste eigentlich krasser sein als Zeck und Hecht und Barsch. Und das ist er halt einfach nicht. Muss man auch ganz klar sagen. Wird auch das Fazit sein. Leider nicht. Also. Oh, Mads, du verrückter Mann. Oh, geil. Lieben Dank. Für Tom. Für Morphinchen. Für Darkfire. Für Tulux. Und für Santa Pauli. Bist ja verrückt. Vielen lieben Dank. Also, wie gesagt, wenn man sich das erklärt, also, welche Kalender haben mich ein bisschen enttäuscht dieses Jahr? Ganz klar Angelberger Allround. Denn im Gegensatz zum Karpfen ist er halt super wenig abgestimmt. Da sind zwar viele coole Sachen drin, aber der Karpfenkalender ist für mich der durchdachteste von allen. Weil da hast du wirklich alles, du hast super viel Auswahl, du hast super viele coole Sachen, die du brauchen kannst. Immer volle Päckchen. Danach ist, glaube ich, Zack der durchdachteste Kalender. Genau, und wie gesagt, MFB ist für mich überhaupt nicht durchdacht. Wirklich nicht. Also, natürlich haben ein paar Trailer und so, aber es wurde nicht richtig erklärt. Also, dafür bin ich die Erklärung. Hecht und Barsch ist dieses Jahr auch nicht so stark wie letztes Jahr gefühlt. Kann aber auch an mir liegen. Aber sie schaffen als einziges, mir Weihnachtsstimmung zu geben, weil super viele Tücher eine Weihnachtsatmosphäre bieten. Das ist sogar genau die richtigen getroffen. Also Zeck in der Gesamtwertung ist auf 1, ganz klar. Weil, wie gesagt, das merkt man auch bei meiner Stimmung, wenn solche. Überlegt euch New mal. Follower! Oh, vielen Dank. Wie sagt man, Rocket Nexo? Rocket Nexo ist richtig. Ja. Natürlich würde ich in anderen Kalendern die voll haten, was sind zwei kleine Gummifische, aber ganz ehrlich, dafür haben wir halt davor gefühlt, wir haben. Ich glaube, wir haben drei schlechte Türchen gehabt im Zeck. Den hier, den mit den anderen Trail und noch einen, wo nur drei Gummifische drin waren.
Der Rest waren halt Hardbaits, ne? Und ein paar schöne Gummis, ne? Ja. Genau. Also, ja. Gutes Türchen. Das Einzige, was mir übrigens nicht so gefällt, ich weiß nicht, wie ist. Das wäre mal interessant, Leute. Wie seht ihr das? Ich bin kein Fan von diesen Jig-Haken. Wisst ihr, wenn da so eine Wulst drauf ist? Ich mag die lieber mit so einem Holder. Wisst ihr, ich. Habe ich welche hier? Ne, ich glaube nicht von Zeig, die alle eingepackt. Mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Draht. Die finde ich besser, weil die zerdrücken nicht, die machen nicht den Gummi so fett vorne. Ja. Ja, genau. Also von dem her, ja, solides Türchen. Wir gucken.